Kollege von mir, der hat um Hilfe gebeten. Eigentlich wollten wir nur zum Zugucken kommen, aber ja, jetzt dann haben wir gehört, dass wir auch richtig mit der Komparsen gesucht wurden. Ich bin ein armer Metzger. Und der Bart ist echt? Der ist echt. Der ist extra für heute wachsen lassen. Welche Rolle ist denn besonders beliebt? Och, das ist mir egal, auf alle Fälle nicht die Hexe. Warum nicht? Sie macht bitte mal den Abend und so, als heiß wird. Ja, die Frau weiß, was einem damals blühen konnte. So wie viele hier, denn Gelnhausen ist geschichtserprobt. Alle 5 Jahre gibt's den Mittelaltermarkt, auch deshalb verfügt die Stadt über den riesigen Fundus. Und wo lässt sich die Historie besser darstellen als in den alten Gassen der Altstadt? Die Proben laufen, 3 Stunden vor Beginn des Videodrehs. Die Anwohner mussten das Licht löschen, die Verkehrsschilder sind verhüllt. Jetzt sieht es auf dem Gelnhäuser Obermarkt so aus wie in den ganz düsteren Zeiten. Der Scheiterhaufen steht, doch die junge Hexe fehlt noch, dargestellt von der Germanistikstudentin Anna-Lisa Bob aus Gelnhausen. Ich bin eine stellvertretende Hexe für alle Hexen, die damals in Gelnhausen verbrannt wurden und erleide damit ein schreckliches Schicksal. Denn hier im Kinzigtal wurden um 1600 tatsächlich Hexen verbrannt. So, jetzt könnte es langsam losgehen. Na endlich, der Abschleppwagen macht den Weg frei für das grausige Treiben. Und Action! Jetzt muss alles klappen. Wenn das Feuer einmal brennt, kann nichts noch einmal für die Kamera wiederholt werden. Na bitte, die Szene ist im Kasten. Der Scheiterhaufen brennt und das Volk jubelt. Fast so wie damals. Ja, total interessant, sowas noch nie erlebt. Also ich fand's cool, weil meine Mama meine Schwester mitgespielt hat. Einfach nur Hammer, so in kurzer Zeit das alles auf die Beine zu stellen. Hut ab. Schön, dass Gelnhausen endlich auch einmal so zusammenhält und das hier auf die Beine stellen kann. Also ich bin begeistert. Eine der geilsten Produktionen, bei der ich hier beteiligt war. Und ja, danke an Gelnhausen.